Und zwar, ja, gab es heute ganz, ganz tolle Nachrichten von Partyleit. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber wir haben echt im Moment so schöne Angebote. Schaut mal die Hasis im Hintergrund. Die habe ich euch schon in meiner Story gezeigt. Ah, hallo Simone. Und ich finde die so schön und das passt ja hier hinten so perfekt zu meiner aktuell ja, goldenen Dekoration. Man braucht ja immer mal was Neues und deswegen musste ich mir auch noch diese golden schicken bestellen. Und heute habe ich eh so eine kleine Sammelbestellung auch mal noch für mich gemacht und auch darüber wollte ich noch mal kurz mit euch reden, weil ich wollte euch auch einfach noch mal sagen, ich finde es so toll, dass ich so viele Nachrichten von euch kriege. Ja, ich beantworte das auch wirklich immer, manchmal dauert es ein bisschen, aber ich bin da wirklich immer hinten dran, eure Fragen zu beantworten zum Business, zu dem, was ich tue, was ich liebe. Und ja, Partyleit hat dann heute nicht nur sensationelle Angebote rausgegeben, sondern, also ich bin heute Morgen hier echt schon im Achteck gesprungen. Ja, ich hatte ja noch am Freitag das Live gemacht, oder war es am Donnerstag? Das war am Donnerstag mit der Janika. Und da haben wir euch nochmal gesagt, hey Leute, das kostenlose Starter-Kit wird abgeschafft zum Ende des Februars. Und unsere Business-Manager haben so dafür gekämpft, dass wir das auch jetzt im März nochmal anbieten können, sich einfach kostenlos zu registrieren, einfach eine kostenlose Lizenz zu holen, um dann zu gucken, ist es was oder ist es nichts für mich. Ja? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde das immer ganz, ganz wichtig, dass man sagt, man probiert es aus. Ja, man probiert es selbst aus und hört nicht auf das, was der Nachbar sagt. Die Freundin des Nachbarn und deren Freundin haben ja mal irgendwann was Negatives gehabt, egal was das für ein Business ist. Finde ich immer ganz, ganz schade, weil ich bin immer der Meinung, dass man alles einfach selbst ausprobieren muss, um sagen zu können, das ist nichts für mich. Ja? Jeder, der so ein bisschen meine Stories verfolgt, weiß, dass ich da auch ganz, ganz ehrlich bin, weil auch ich habe letztes Jahr im März gedacht, ich müsste zu einer anderen Firma, ich müsste was Neues ausprobieren. Ich wollte aber auch einfach wissen, wie kriege ich ein zweites Network eventuell kombiniert, ja? Und ich habe es ausprobiert, ich habe mir dort ein Starterpaket geholt, wobei wir da nicht von einem Starterpaket von maximal 99 Euro reden, sondern da habe ich über 1000 Euro in die Hand genommen. Ich darf da eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenken. Und ich habe einfach festgestellt, es ist nichts für mich. Ja? Aber das war eine Erfahrung, das muss ich auch einfach abstempeln unter Erfahrung. Das habe ich gebraucht, um nochmal klar sehen zu können, um sagen zu können, nein, Partyleit, das ist meine Welt. Ich kann mich A, nicht teilen, ich will mich auch nicht teilen und B, ist es einfach mein Herzding. Ja? Ob es die Kerzen, ob es die Deko ist, das ist meine Passion, das ist meine Leidenschaft. Ja? Und der Ausflug zu dieser anderen Firma war ganz wichtig, um dies erkennen zu können. Ja? Ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, wenn ich diesen Ausflug nicht gemacht hätte, könnte ich auch jetzt nicht so zu euch sprechen und wirklich von ganzem Herzen sagen, nein, es ist so. Partyleit, das ist das Ding, was zu mir passt. Das ist das Ding, was zu mir und in mein Leben passt. Ja? Hier habe ich eine grundsolide Firma, wo ich weiß, dass ich jede Woche mein Geld bekomme. Nicht nur einmal im Monat, alle anderthalb Monate oder es wird nicht bezahlt oder sonst was. Ich bekomme hier konsequent jede Woche mein Geld. Ja? Und es sind einfach Produkte, die ich liebe. Es sind einfach Produkte, die ich jeden Tag benutze. Ich will jetzt nicht sagen, dass es Produkte für den Alltag sind, weil natürlich gibt es viele Menschen, die sagen, auf eine Duftkerze kann ich verzichten. Aber es ist für mich ein absolutes Alltagsprodukt geworden, weil ich es einfach brauche,
heimzukommen und es riecht gut. Ja? Ich war jetzt mit den Kindern auch 2 Stunden nicht zu Hause. Mein Ultraschalldiffuser ist trotzdem weitergelaufen. Ich komme rein und es ist einfach herrlich. Es ist ein mega tolles Raumklima. Ganz viele fragen mich auch immer per persönliche Nachricht nach meinem Warum. Und vielleicht habt ihr das gestern so ein bisschen verfolgt. Ich habe mit meinem Team so eine kleine Fotosession gemacht zu unserem Warum. Ja? Und das finde ich auch ganz wichtig. Ihr wisst, dass ich meine Mädels und meine Jungs immer fördere. Und das gehört für mich auch dazu, zu sagen, ich verlinke sie in meiner Story, damit ihr sie auch kennenlernen könnt. Jeder hat ein anderes Warum. Mein Warum war, auszuprobieren, dass ich nicht mehr zurück zum Steuerberater muss, dass ich nicht mehr zurück an meinen Schreibtischjob muss, dass ich nicht mehr zurück in dieses Klientel, nein, in dieses Muster muss, ja, sagen zu müssen, ich muss von 7:30 bis 1 oder bis 16 Uhr arbeiten gehen, ja, wie gesagt, wir haben 3 Kinder, also für mich war mein Warum, etwas zu finden, wo ich mehr Zeit für die Familie habe. Auch wenn man sich auf die Nerven geht wegen Corona und man wirklich froh ist, dass man seine Familie auch mal nicht sieht, wenn sie in Schule und Kindergarten sind. Trotzdem ist Partyline in dieser Hinsicht für mich die Firma, die mir das gibt. Ich kann meine Zeit frei einteilen. Wenn ich mal einen Tag nichts mache, dann ist das halt so. Wenn ich mal einen Monat nichts mache, dann ist das so. Wenn ich mal 3 Monate nichts mache, dann ist das so, ja. Aber ich weiß hier, ich kriege pünktlich mein Geld. Ich habe eine solide Firma, die mir hilft, wenn es mal eine Reklamation gibt, irgendwas, was geklärt werden muss, ja. Es sind mega tolle Produkte. Es sind Produkte mit Alleinstellungsmerkmal. Also wir sind in dieser duftenden Welt wirklich, ja, Marktführer mit unseren Qualitätsprodukten und das gibt es so nicht, dass ihr solche Düfte habt, dass ihr Produkte habt, die ja unschädlich sind. Ja, wir haben unser Be Pure, unser Versprechen und das gibt mir unheimlich viel. Und es gibt viele Geschäfte, viele Business-Ideen, es gibt viele Networks und es muss da jeder für sich seins herausfinden, so wie ich gesagt habe, Nahrungsdinger ist halt nichts für mich. Vielleicht, ja, es war einfach ein Versuch und der Versuch ist in die Hose gegangen. Und ich könnte euch auch keine Plastikschüsseln verkaufen, ich könnte euch kein Putzmittel verkaufen, ja. Ich hasse Kochen und Backen und noch schlimmer finde ich das Putzen. Und ich kann auch keine Produkte verkaufen und sagen, yippieyay, ich finde es so toll zu putzen. Kann ich nicht, das bin nicht ich. Und das muss auch jeder für sich selbst herausfinden. Aber jeder, der zu uns reinkommt, sagt, du lebst Partylight. Du lebst diese Produkte, du lebst diese Düfte. Und genau so ist es. Ja? Mein Warum bei Partylight war, ich will mehr Zeit mit meiner Familie. Ich möchte mir diese Zeit frei einteilen. Und zwar egal, wo ich bin. Sind wir an der Nordsee im Urlaub, kann ich eine WhatsApp-Party machen. Sind wir in Italien, da hatte ich auch schon mal ein Video euch geschickt. Ich kann es von überall aus machen, wo ich ein Handyempfang habe. Ja? Und das finde ich einfach eine super, super tolle und wichtige Sache. Und gerade jetzt im Moment finde ich das einfach so wichtig, euch anzubieten, das einfach auszuprobieren. Sich selbst in ja, dieses Konto zu erstellen und zu sagen, auf alles, was ich bestelle, hole ich mir diese 20% Cash zurück. Ja? Und wenn ich das nicht mehr will, dann sage ich halt, dass ich es nicht mehr will. Ja? Und ich habe euch ganz zu Anfang gesagt, dass ich heute Morgen meine eigene Sammelbestellung gemacht habe. Das habe ich wirklich schon ganz lange nicht mehr gemacht, aber ich wollte unbedingt diese 9 Produkte als Vorführware und ich wollte euch das jetzt auch mal vorrechnen, ja. Also ich habe heute Morgen mir alle 9 Produkte gekauft, es waren 252 Euro. Hört sich viel an, aber das ist für mich Arbeitsmaterial. Ich kann es euch zeigen, ich kann es euch dekorieren, ich kann Fotos machen,
Aber ich benutze die Produkte halt auch selbst, ja. Da ist jetzt zum Beispiel eine neue elektrische Duftlampe dabei. Da freue ich mich mega drauf. Die sieht so schön aus. Dann ist das neue Kerzenglas dabei, wo so doppelwandig ist und in der Mitte ist Wachs. Das möchte ich unbedingt live sehen. Das möchte ich anfassen. Das möchte ich euch dann auch mit Begeisterung weiterempfehlen. Ich möchte es aber vorher ausprobieren, ja. Dann habe ich mir die neuen Smart Blends Cotton Breeze bestellt. Das ist ein neuer Duft. Unser Hund schläft ja bei uns im Ankleidezimmer. Die hat da ihr Bettchen und da ist mein Pretty Warmer, mein Stecker drin. Und da möchte ich dann diesen frische Wäscheduft drin haben. Den habe ich mir dann heute bestellt. Was habe ich mir noch genommen? Ach ja, die Ostersachen. Das Marmorei, also das ist Keramik in Marmoroptik. Und auch die Golden Chicken für da hinten noch dazuzustellen. 250 Euro sagen wir jetzt mal. Okay, 250 Euro ist eine Stange Geld, nicht nur für euch, auch für mich. Aber wie gesagt, es ist Arbeitsmaterial. So viel vielleicht eine Boutique Klamotten kauft für weiterzuverkaufen. Ja, ich kann ja auch die Produkte wie eine elektrische Duftlampe oder die Deko auch jederzeit nochmal weiterverkaufen. Egal, also 250 Euro, ich bekomme 20% Grundprovision, das heißt, ich habe 50 Euro verdient und ich bekam auch noch einen 50 Euro Gutschein. Ja, also 20% Verdienst, 20% in Form von einem Gutschein sind 40% Rabatt. Und ich konnte mir noch ein Produkt für 50% Rabatt aussuchen. Ja, nur mal um vorzurechnen. Das heißt, die Produkte im Wert von 250 Euro haben mich dann knapp ja, 100 Euro weniger gekostet, in Gedanken. Ja? Und genauso kann das auch jeder Kunde machen, ja? Indem er sagt, ich nehme mir einfach nur alle 3 Monate mache ich eine Sammelbestellung, es müssen ja keine 250 Euro sein, es ist jetzt nur ein Beispiel, damit man es gut rechnen kann, zu sagen, ich hole mir dieses Geld wieder zurück und habe aber einfach meine Lieblingsprodukte günstiger, ja. Ich hole mir das Cash einfach zurück und die Gutscheine kann man eh immer gebrauchen, kann man ja auch im Online-Shop einlösen im Bereich Outlet. Sehr interessante Sache, ja. Also ich freue mich riesig, wenn meine Sachen da sind. Wie gesagt, es sind für mich ganz, ganz wichtige Alltagsprodukte, ganz, ganz wichtige Produkte, die ich jeden Tag benutze. Und ja, ich freue mich da riesig drauf auf die neuen Sachen und ich werde euch dann natürlich auch ein Unboxing machen, wenn die Sachen da sind. Also, wer Interesse hat, meldet euch bei mir. Ich lege euch die Gratis-Lizenz ans Herz. Wer natürlich möchte, könnte sich auch noch das größte Starterpaket holen mit einer Investition von 99 Euro. Das kann man machen, wie man möchte. Und ihr habt nichts zu verlieren. Probiert es aus. Im Januar und Februar sind in unserem doch noch recht kleinen und jungen Team, ich meine, ich bin erst seit 4 Jahren dabei, sind 11 Personen zu uns gekommen, 11 Personen, die in unser Team dazugekommen sind. Das ist wirklich Wahnsinn und ich finde es so schön, weil es sind auch hier jetzt einige drin und zu sehen, wie diese Menschen wachsen, die Simone und die Mandy, die haben es geschafft, im sogenannten Traumstarter-Zeitraum sich zu qualifizieren. Da gibt es dann nochmal ein Geschenk von Partylight. Es gibt nochmal Goodies. Man hat die Möglichkeit, auch noch mehr Gehalt zu bekommen, noch mehr Provision zu kriegen. Man hat einfach so viele Möglichkeiten und ich finde das so schön. Es sind auch Mädels gestartet, die ja, das wirklich nur machen, um ihre Produkte günstiger zu kriegen. Dann ist es halt so und sie sollen sich einfach freuen an dem Geld, was sie nochmal zurückkriegen. Ja? Aber es ist keiner dabei, die sagt, um Gottes Willen, was hat mich da nur geritten? Na? Und das finde ich halt so schön, dass wir alle, obwohl wir auch in ganz Deutschland verstreut sind, ja, die Simone ist aus dem Schwarzwald, dass wir so eng verknüpft sind und auch wirklich da so viel Spaß haben, uns gegenseitig unterstützen und pushen. Das finde ich wirklich so, so eine tolle Sache. Und ja, jeder, der einfach ein bisschen was in seinem Leben ändern möchte, jeder, der ein bisschen auf seiner Komfortzone heraus möchte, schreibt mir. Ich informiere euch, wir telefonieren, wir WhatsAppen. Wenn es hier aus der Nähe ist, kann man sich auch zum Spaziergang treffen. Das ist mir ganz egal.
Aber überlegt es euch, es auszuprobieren. Und gerade wenn ihr gute Partyleitkunden seid, meldet euch bei mir, ich informiere euch und dann holt ihr euch einfach euer Cash zurück. Ja? So, ich gucke jetzt mal, wer hier alles dabei ist. Guten Abend, Sandra. Oh, die Christine ist da. Ich glaube, das ist Ursula. Die Celine, die Kathleen, Conchetta. Guten Abend. Ich hoffe, ihr hattet echt einen tollen Tag heute. Ja, ich werde jetzt mit den Kids was zu essen machen. Bei uns war heute wieder Schule angesagt für den mittleren, erster Schultag. Ja, ich glaube, sie haben nicht so viel gemacht in den 5 Schulstunden, aber es war ganz wichtig und er war auch ganz froh, dass er nochmal gehen konnte. 2. Klasse ist er und ja, es gab den Füllerführerschein. Da war er auch ganz happy und es ist für mich auch nochmal ein Stück zurück in die Normalität. Ich hoffe, es bleibt so, auch wenn ich nicht daran glaube. Aber heute war deswegen für uns echt ein total schöner Tag, weil die Kids waren ganz ausgeglichen, ja, was ihnen natürlich jetzt zum Ende der Zeit echt gefehlt hat. Ja. Genau, so, also habt einen schönen Tag, ihr Lieben, meldet euch und dann freue ich mich über eure Fragen. Wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, bitte nicht böse sein, aber ja, die Kids gehen immer vor und ich mache das dann, wenn ich Zeit habe. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich schicke euch ganz viele Herzen.